Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir widmen uns heute der Seite 3 von dem großen Album und dafür beginnen wir wieder mit einer A3-Seite, die ihr euch folgendermaßen falzt. Ihr falzt einmal bei 1,5 cm, bei 24 cm und bei 24,5 cm. Die 1,5 cm Lasche falzen wir nach hinten. Und die Klappe mit dem Abstand in die Richtung nach rechts. So sieht dann die Basisseite aus. Für die Vorderseite machen wir einen Wasserfall, aber dadurch, dass das dann sehr viel Dimension einnimmt, machen wir erstmal die Rückseite der Klappe. Und da brauchen wir zwei Taschen. Oder machen wir uns zwei Taschen. Und zwar benötigt ihr da jeweils zwei Stücke Cardstock in den Maßen 19,4 x 7 cm. Ihr falzt an der langen Seite von 19,4 rechts und links 1 cm und einmal an der kurzen Seite von 7 cm 1 cm, sodass ihr jeweils drei Klebelaschen bekommt. Die bezieht ihr mit doppelseitigem Klebeband beispielsweise und dann werden die abgeschrägt. So wichtig ist jetzt vor allen Dingen, dass ihr eure Klebelaschen so abschrägt, dass sie auf der Rückseite nicht übereinander gehen. Also da sollten sie wirklich relativ parallel zueinander schließen. Also hier noch ein bisschen nach. Ich zeige euch das mal vom Namen. So sollten sie schließen. Sie sollten auf gar keinen Fall an dieser Stelle übereinander liegen, weil sonst könnt ihr das einfach nicht richtig festkleben und es nimmt euch einfach wieder Dimension raus und ihr habt dann wie so eine Welle am Ende in eurem Endergebnis. Jetzt wird diese erste Tasche aufgeklebt. Dafür ziehe ich mir jetzt auf der Rückseite einmal das doppelseitige Klebeband ab, drücke mir auch die seitlichen Laschen so nach innen und lege das Ganze jetzt unten bündig mit der Falzkante an und achte jetzt auch, dass ich vor der Innenfalz bleibe. Also nicht auf der Innenfalz, sondern wirklich vor der Innenfalz, damit das Ganze sich noch gut schließen lässt. Dann klebe ich die untere Kante einmal fest, drücke sie an. Das könnt ihr natürlich auch mit Flüssigkleber machen. Und erst jetzt ziehe ich mir die Klebelaschen rechts und links ab, die Folie von meinem Klebeband. Vielleicht nochmal übergehen, dass es nicht hakelt beim Einschieben. Und kleben wir das gerade nach oben hin fest. So. Dann ist das die erste Tasche. Wir brauchen natürlich noch eine zweite. Bei der zweiten gehen wir genauso vor. Wir schrägen uns die Klebelaschen einmal ab. Und jetzt wird das Ganze ein bisschen tricky. Ihr müsst jetzt halt darauf achten, dass ihr wirklich gerade klebt. Ich ziehe hier jetzt auch wieder die Folie von der unteren Kante einmal ab. Drücke mir die nach innen und auch die seitlichen Laschen nach innen. Und jetzt achte ich einfach drauf, dass ich vor allen Dingen ungefähr das Ganze mit dem gleichen Abstand, also dass zwischen dem Ende der ersten Tasche und dem Anfang der zweiten Tasche derselbe Abstand ist wie zwischen dem Ende der oberen Tasche und dem Ende vom Cardstock. So ungefähr. Muss nicht ganz genau sein, aber ungefähr. Und dann gucke ich, dass ich mich hier jetzt orientiere am Rand entlang, weil wenn es da gerade ist, wenn ihr das da gerade festhaltet, wird normalerweise auch eure Tasche gerade aufgeklebt. Auch hier wieder darauf achten, dass ihr vor der Falzkante bleibt, also vor dieser Falzlinie, und dann einmal andrücken.
Da geht es wirklich nur ums Ungefähre. Ihr müsst da nicht darauf achten, dass das jetzt Zentimeter genau gleich ist, sondern einfach nur ungefähr. Und dann wird es nach oben hin wieder geschlossen. Das Ganze wird wieder angedrückt. Und jetzt kommen Fotobooklets einmal hier in diese Taschen rein. Für die Fotobooklets benötigt ihr 2 Stücke Cardstock in den Maßen 16 x 11 cm und 2 Stücke Cardstock in den Maßen 17 x 11 cm. Bei denen falzt ihr bitte an der Seite von 17 cm eine Klebelasche von 1 cm rein, bezieht das wieder mit Klebeband oder Flüssigkleber, was euch zusagt, und schrägt das natürlich vorher einmal ab, bevor ihr es festklebt. So. Da wieder darauf achten, dass ihr das Ganze nach unten hin festdrückt und jetzt bündig mit der Kante von dem Cardstock in den Maßen 16 x 11 cm einmal festklebt. Wer natürlich größeres Papier hat und eine Länge von 32 cm hat, kann das natürlich aus einem Stück Cardstock schneiden. Ich habe das jetzt nicht gehabt, weil ich ja alles aus A4-Papier im Grunde genommen fast gemacht habe. Deswegen habe ich das in 2 Teile geteilt. Das machen wir jetzt auch mit der anderen Seite. Dann können wir auch gleich die große Innenseite machen. Dafür benötigt ihr einmal ein Stück Cardstock in den Maßen 7 x 29,7 cm. Das könnt ihr aus einer A4-Länge schneiden sozusagen. Da falzt ihr an der 7 cm Seite auf 1 cm Klebelasche, schrägt diese ab. Und jetzt drehe ich mir einfach das Ganze so ein bisschen zu mir, sodass ich die untere Schließkante, da wo ich meine Klebelasche von der Seite nach hinten geklappt habe, vor mir liegen habe und klebe mir jetzt an diese Seite dieses längere Teil einmal an. Da achte ich wieder drauf, dass ich bündig mit der Kante am Abschluss bin. Und lass das Ganze fallen. Das ist im Grunde genommen nur eine kleine Klappe. Nichts Aufwendiges, nichts Großes. Als nächstes benötigt ihr dafür dann Booklets. Ich kann mal schauen, ob ich sie habe. Ich habe mich jetzt hier für 2 Stück Booklets entschieden in den Maßen 22 x 16 cm und an der 22 cm Seite habe ich mir bei 11 cm einmal eine Falz gesetzt, sodass das Ganze einfach wie so Karten sind, die man aufklappen kann, und die werden dann am Ende hier festgeklebt. Ungefähr so. Allerdings erst, wenn hier Motivpapier drauf ist, und das mache ich ja dann zum Schluss, deswegen könnt ihr die erstmal beiseite legen. Ich lege sie jetzt einfach mal hier mit rein, sodass ich dann einfach später drauf Zugriff habe, damit sie nicht verloren gehen. Und dann benötigt ihr noch 2 Passepartout-Rahmen. Wieder mal. Ich mag halt momentan mit diesen Passepartout-Rahmen arbeiten. Und das habe ich mir aus einem Stück Cardstock geschnitten. Und zwar braucht ihr da die Maße 23 x 17 cm. Und ihr falzt an der 23 cm Seite einmal bei 1 cm und bei 12 cm. Dann dreht ihr das Ganze und falzt einmal bei der 17 cm Seite 1 cm nach unten. Jetzt habt ihr mehrere Falzkanten. Ihr schneidet jetzt auch ein Fenster aus mit dem Ausschnitt von 1,5 cm zur Falzlinie. Also ich habe mir immer 1,5 cm Abstand genommen.
mir hier eine Linie gezogen und dann mit dem Skalpell das ausgeschnitten. Und innen habe ich mir Acetatfolie in den Maßen 10,5 x 15,5 cm festgeklebt. Und der Clou in der ganzen Sache ist, ich möchte die Fotomatten oder Fotogrößen so markieren mit einem Schmetterling und das dann einfach dazu schreiben beispielsweise, was für ein Foto da rein muss oder dass da überhaupt ein Foto rein muss, einfach mit einem Schmetterling markieren. Und deswegen habe ich mir da ein Schmetterling einmal in die Innenseite reingestempelt, weil da kommt kein Motivpapier mehr rein. Und jetzt müsst ihr noch was wegschneiden. Und zwar schneidet ihr, ich hoffe, ihr seht das gut, hier einmal zum Falztreffpunkt schrägt ihr das Ganze nach innen hin ab und schneidet dann hier die Falz an der Innenseite einmal raus. Also ich schneide immer an der Innenseite der Falz entlang. Finde ich einfach immer ein schöneres Ergebnis als auf der Falz direkt. Als nächstes müsst ihr natürlich noch ein bisschen was abschrägen. Und zwar einmal diese Klebelaschen hier abschrägen. Und auch die obere abschrägen. Und das Ganze braucht ihr zweimal. Und dann klebt ihr euch das zusammen. Also ihr falzt jetzt die Klebelaschen einmal hier nach innen. Könnt das Ganze jetzt wieder mit doppelseitigem Klebeband beziehen oder ihr benetzt es mit Flüssigkleber, was ich jetzt mache, weil ich jetzt da auch kein doppelseitiges Klebeband aufgebracht habe. Die mittlere Falz müsst ihr natürlich ebenfalls nachziehen. Und dann klebt ihr einfach den Passepartout-Rahmen zusammen. Ich lege das mal kurz weg, dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Und jetzt klappe ich mir das einfach im Grunde genommen zu. Es kann jetzt einfach sein, durch das Falzen von den ganzen Klebelaschen, dass ihr wie einen Abstand reinbekommt. Also hier an der Seite wie so eine Absatzkante. Das ist aber nicht schlimm. Die kann man sich dann einfach mit der Schere wegschneiden. Und dann ist die so auch nicht mehr sichtbar. Und dann habt ihr einen fertigen Passepartout-Rahmen. Da passt jetzt ein Foto in den Maßen 10 x 15 rein, auf jeden Fall, ohne Probleme. Ihr müsst euch auch keine Sorgen machen, wenn ihr das Ganze zusammengeklebt habt, dass das hier wie so ein Oval schlägt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Denn wenn das Ganze sich setzt und dann in einem Album klebt, also ihr die Rückseite sozusagen festklebt, dann setzt sich der Rahmen automatisch flach ab und hat dann nicht mehr so eine Dimension, die nach oben geht. Genau, das Ganze brauchen wir zweimal. Ich mache gerade den einen fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, die beiden Rahmen sind ebenfalls geschafft und jetzt überlege ich mir einfach, wo ich sie aufbringen möchte. Dadurch, dass die Seite ja trotzdem relativ begrenzt ist vom Platz her, weil wir ja eine Gesamtbreite von 22,5 cm haben, kann man sie eigentlich nur so aufbringen, was ich jetzt aber gar nicht schlimm finde. Die werde ich dann auf jeden Fall festkleben, aber natürlich erst mal wieder, wenn das Motivpapier klebt. Das bedeutet, die werden jetzt auch noch nicht festgeklebt, aber ich kann sie hier einfach mit einstecken und dann passiert nichts. So, kümmern wir uns um die Vorderseite dieser Klappe und die können wir eigentlich einmal so aufklappen, weil das ein bisschen einfacher ist von der Bearbeitung. Hier möchte ich nämlich einen großen Wasserfallmechanismus aufbringen plus einen großen Passepartout-Rahmen. Und für den Wasserfallmechanismus benötigt ihr tatsächlich das Ganze 18 Mal. Also wir haben 18 Fotoplätze, beziehungsweise wenn man das natürlich doppelt nimmt, haben wir 36 Fotoplätze und ja, man muss sie natürlich jetzt nicht komplett ausfüllen, also ich würde jetzt auch nicht 36 Fotos in den Wasserfall kleben, sondern eher nur diese 18, das würde eigentlich vollkommen ausreichen, aber ich
ihr habt natürlich die Möglichkeit. Ich wähle jetzt auch hier wieder ein bisschen dünneres Papier, damit mir das Ganze nicht von der Dimension viel zu hoch wird, sondern relativ gediegen bleibt, sodass, wenn dann das, also so ist das natürlich das Papier, 160 Gramm, relativ lapprig, kann man sagen. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr hier ein Foto drauf klebt, dann ist das natürlich wesentlich stabiler und dann habt ihr das Problem nicht mehr, dass das lapprig wird. Und ihr sorgt dafür, dass das Ganze nicht so dick wird an der Stelle. Genau. Und hier ist es jetzt einfach so, dass ich einen Wasserfall in Querformat aufbringe. Und zwar braucht ihr da jeweils 18 Fotomatten in den Maßen 13 x 16 cm. Und an der 13 cm Seite falzt ihr euch 1 cm Klebelasche und bezieht das mit doppelseitigem Klebeband oder mit am Ende Flüssigkleber, was euch halt lieber ist. Aber wichtig ist hierbei diese Klebelaschen bitte nicht abschrägen. Die sollen wirklich gerade bleiben, damit ihr den Wasserfall auch schön gerade ausrichten könnt. Ich muss jetzt ein bisschen über Kopf arbeiten. Das heißt, ich drehe mir jetzt das Ganze einmal, weil ich natürlich unten oben anfangen möchte. Und da ist es einfach ein bisschen leichter für mich, diese Klebekanten zu erkennen. So, dann ziehe ich jetzt einmal hier eine Folie ab, klappe die so nach hinten, die Klebelasche, und orientiere mich jetzt hier wirklich wieder am am oberen Rand. Ich möchte jetzt auch darauf achten, dass sich ein bisschen in die Richtung von nicht von der äußeren Kante gehe, sondern eher nach innen, sodass ich hier mindestens noch 1 cm Luft habe. Das hat einfach den Hintergrund, weil ich hier gleich nochmal seitlich eine Klebelasche aufbringen möchte. Und da ist es einfacher, wenn das Ganze natürlich leichter zu kleben geht. Deswegen relativ Richtung diese Doppelfalz kleben. Das Ganze dann einmal festdrücken, am besten nochmal mit dem Falzbein. Und dann kommt die zweite. Und da müsst ihr jetzt darauf achten, dass ihr das wirklich schön gerade ausrichtet. Ja? Das heißt, ihr legt das Ganze wieder nach hinten und legt jetzt die Kanten dieser Fotomatte an die Kante der abschließenden Klebelasche und lasst es dann erst fallen, sodass es wirklich alles schön gerade bleibt und ihr keinen Verzug in der ganzen Sache habt oder eine Verdrehung. Weil wir wollen ja, dass der Wasserfall schön gerade nach unten verläuft. Und das macht ihr jetzt mit allen 18 Fotomatten. So, ihr Lieben, der Wasserfall ist bei mir fertig. Es ist nicht ganz gerade geworden, aber das sieht man hinterher jetzt nicht so ganz, dieser leichte Schlenker. Ich habe hier einen leichten Schlenker drin, wie ihr sehen könnt. Also, wenn man den so fest zusammendrückt, sieht man es hier jetzt an der Seite. Aber an sich sitzt der gut, der Wasserfall. Ich bin ganz zufrieden damit. Wie gesagt, wenn Fotos am Ende drin sind, sieht es eh keiner mehr. Jetzt brauche ich natürlich noch etwas, was mir am Ende den Wasserfall so ein bisschen zusammenhält. Und da habe ich mich für eine Lasche entschieden, wo ich auch noch ein bisschen Abstand eingebaut habe. Und diese Lasche hat die Maße, lasst mich einmal spicken. Hat die Maße 23 x 8 cm. Und ihr falzt einmal an der langen Seite bei 1 cm und bei 1,5 cm, schrägt euch die 1 cm Klebelasche wieder etwas ab. Und jetzt wird das Ganze einmal festgeklebt, hier unten sozusagen, hier unten am Rand direkt, damit das am Ende gut festgehalten wird. Ich achte jetzt einfach daraus, dass ich das so mittig zur Fotomatte ausrichte. Ihr könnt es natürlich auch seitlicher ausrichten, also das, was euch am besten gefällt. Aber ich finde es mittig eigentlich am hübschesten. Da ziehe ich mir jetzt das Klebeband einmal ab. Und klebe mir das am Rand direkt einmal an. So. Wie gesagt, ich habe hier ein bisschen Abstand eingebaut, weil die Fotos nehmen hier trotzdem ein bisschen Platz weg. Und so ist es nicht so, dass das irgendwie
platt gedrückt wird, beziehungsweise am Ende nicht mehr schließt, sondern wir haben hier so einen leichten Abstand schon mit drinne, sodass das am Ende auch wirklich gut zusammengehalten wird. Man kann dann einfach hergehen und kann hier zum Beispiel Motivpapier aufbringen, das aber hier nicht festkleben, sodass man diese Lasche einfach unter das Motivpapier schieben kann. Dann habt ihr einen Verschluss ohne Magnete oder ihr macht das natürlich mit einem Magneten. Das wäre auch eine Möglichkeit, das Ganze hier mit einem Magneten zu verschließen. Das möchte ich allerdings nicht tun diesmal, weil ich hier jetzt noch einen Fotorahmen aufbringen werde und den mit Magneten dann am Ende an diese Lasche befestige. Wo wir auch beim nächsten Thema wären, und zwar der Fotorahmen. Für diesen Fotorahmen braucht ihr ein Stück Cardstock in den Maßen 18 x 5 x 24 cm. Bei den 24 cm falzt ihr rechts und links 1 cm und bei den 18,5 cm falzt ihr auch nochmal 1 cm Klebelasche. Dann schneidet ihr noch einen Ausschnitt von der Falzlinie weg, etwa 2,5 cm, damit ihr dieses Fenster habt, und klebt auf die Rückseite eine Acetat- oder Overheadfolie in den Maßen 14 x 19 cm. Genau, und dann kann das eigentlich alles schon zusammengeklebt werden an ein Stück Cardstock, was wir ebenfalls vorbereiten. Das hat die Maße 21,5 x 17 cm. Nein, tut mir leid, hat nicht diese Maße. Es hat die Maße 19 x 22 cm. Und da falzt ihr einmal an der kurzen Seite 1 cm und 1,5 cm. Auf die 1 cm Lasche bringt ihr doppelseitiges Klebeband auf, weil das die Klebelasche wird, die wir dann hier einmal anbefestigen. Aber bevor wir das machen, kleben wir diesen Fotorahmen auf dieses Stück Cardstock drauf. Dafür nutze ich aber trotzdem erstmal ein Stück Motivpapier, damit dann später das Foto auch besser reinzuschieben geht. Das habe ich mir schon zurechtgeschnitten. Das schiebe ich mir. Wir müssen natürlich erstmal die Klebeloschen abschrägen. Dieser Schlaumeier. Das wäre schon wichtig. Halte ich das so fest, lege mir hier mein Motivpapier rein. Mal kurz gucken, wie mir das gefällt. So gefällt es mir, denke ich, am besten. Mit den Blumen im Hintergrund finde ich das immer ganz hübsch. Und jetzt gebe ich Flüssigkleber auf. Das kennt ihr ja schon vorher, von vorher. Ich gebe hier an meinen Rand, also nur an den obersten Rand der Klebelasche, ein bisschen Flüssigkleber auf. Beiden Seiten. Ich achte jetzt aber auch hier darauf, ich habe ja das Motivpapier ein bisschen kürzer hier geschnitten. Das heißt, hier an der Ecke oben, an der Klebelasche, ich hoffe, ihr könnt es sehen, hier an der Ecke, also da gebe ich keinen Flüssigkleber auf. Ich gebe den Flüssigkleber etwa nur bis hierhin auf, sodass da nichts passiert und sich der Fotorahmen nicht zufälligerweise zuklebt. Das wäre natürlich schlecht. Erst die lange Seite, dann die kurzen Seiten. Ich kann da natürlich auch mit dem Falzbein arbeiten. Ist da nicht. Und das ist auch gar nicht schlimm. Ihr seht ja, bei mir ist einmal die Klebelasche eingerissen. Das sieht man am Ende gar nicht mehr. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. So. Jetzt klebt das Ganze grob. Und jetzt wird das auf unseren Cardstock geklebt. Und zwar mit der Öffnung in diese Richtung. Nach rechts, damit wir hier dann später das Foto einkleben können. Wir gehen jetzt einmal her und geben hier auf die Klebelaschen komplett, auch bis zum Rand hin, das ist wichtig, Flüssigkleber einmal auf.
Und dann auf das Motivpapier. Auch da bis zum Rand gehen auf jeden Fall. Weil das musst du ja auf jeden Fall festkleben. Da müsst ihr auch nicht sparen. Und klebt das dann bündig mit den Kanten oben und unten sowie an der linken Seite diesen Rahmen einmal auf. Da auch wieder sehr genau arbeiten. Dann nochmal mit dem Fallsbein drüber gehen, allerdings nicht über eure Acetatfolie, sonst macht ihr euch da Kratzer rein, sondern dann in den Rahmen rein und dann einfach so nochmal über das Motivpapier. Ihr könnt das Ganze dann auch einfach auf ein anderes Papier legen und von der Rückseite einfach nochmal gegendrücken, dass sich der Kleber gut mit dem Papier verbindet. So, wenn ihr das gemacht habt, dann ist ja euer Fotorahmen sozusagen auch wieder fertig. Das heißt, der kann jetzt hier einmal aufgebracht werden. Ich habe hier ja auch wieder mich um einen Abstand von 0,5 cm hier bemüht. Habe ich deshalb gemacht, weil wir hier ja bei diesem Bellyband auch einen Abstand von 0,5 cm drin haben. Und so halten wir einfach die Abstände ein. Und das ist wesentlich einfacher, das Ganze einmal festzukleben. So, jetzt kann man schauen. Diese Klebelasche schräge ich mir natürlich wieder ab. Und deswegen habe ich hier beim Wasserfall auch genügend Abstand zum Ende des Papiers gelassen, damit ich hier diese 1 cm Klebelasche auch noch festkleben kann, ohne dass irgendwie das nicht mehr geht oder stockt oder hakt. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. Um das jetzt festzukleben, habe ich da einen Trick. Ich ziehe mir ein bisschen an beiden Seiten vom Klebeband ab. Und schaue jetzt einfach, dass ich diese beiden Seiten, natürlich muss ich das in die andere Richtung knicken, damit ich es auch rausziehen kann. Das war jetzt nicht so intelligent. Und schaue jetzt, dass ich diese beiden gut bündig mit dem Papierende einmal aufsetze. Schauen, dass das auch funktioniert. Ist gar nicht so einfach. Dann das hier einmal festdrücke von innen. Und jetzt ist ja hier noch nichts abgezogen. Und das machen wir jetzt hier von außen, indem wir einfach an diesen Bötchen ziehen. Und dann können wir das Ganze einfach nach unten drücken. Und dann sollte das Ganze bündig mit der Kante kleben. Ihr könnt dann natürlich nochmal von innen rein. Und da seht ihr schon, das ist alles relativ knapp bemessen, aber es funktioniert und hält auch fest. Und hier ist es dann so, damit das Ganze sich natürlich nicht die ganze Zeit wegbewegt, ist auch einen gewissen Halt für unseren Wasserfall. Mache ich dann hier noch zwei Magnete hin, sodass dieser Fotorahmen sich da festhält. Und dann ist diese Seite auf jeden Fall schon fertig. Die inneren Seiten haben wir auch schon fertig. Und jetzt kümmern wir uns noch um die Rückseite. Ja, was soll ich sagen? Bei der Rückseite möchte ich mal wieder mit einem Pop-up-Mechanismus arbeiten. Dann überlege ich mir jetzt, okay, wie schlage ich die Seite auf? Ich schlage sie in diese Richtung auf. Das heißt, ich möchte auch in diese Richtung den Pop-up-Mechanismus. Bedeutet, unsere nächsten Teile kleben wir auch so auf. Den Pop-up-Mechanismus haben wir schon bei der letzten Seite einmal gemacht. Das heißt, es ist jetzt nicht was komplett Neues für euch. Aber
doch ein bisschen anders. Und zwar habe ich mir zwei Stücke Cardstock zurechtgeschnitten in den Maßen 14 x 23 cm. An der 23 cm Seite falzt ihr euch 1 cm Klebelasche bei beiden Stücken. Und auf die Innenseite klebt ihr euch schon mal Motivpapier, was euch gefällt. So, dann bringen wir diese beiden Laschen oder beiden Klappen einmal hier auf. Schauen uns einfach, welcher Abstand uns da gefällt. Ihr seht jetzt sicher, dass ich hier, vielleicht seht ihr es auch nicht, aber vielleicht seht ihr es, dass ich hier so Klebespuren durchdrücken von Flüssigkleber. Ist aber nicht schlimm, weil da kommt dann gleich nochmal Motivpapier drauf und dann sieht man davon gar nichts mehr. Ich habe jetzt hier halt ein bisschen dünneres Papier genommen, weil das sich ein bisschen mehr angeboten hat an der Stelle. Einfach wegen der Dicke und Schwere des Albums. So. Die Klebelaschen habe ich abgeschrägt. Und jetzt gucke ich einfach, was möchte ich oben, was möchte ich unten. Blümchen möchte ich gerne oben haben. Und jetzt lege ich mir das einfach erstmal nebeneinander hin, zu gucken, okay, wie hätte ich denn gerne die Abstände. Ich hätte mal immer so 0,5 cm zwischen oben und unten und zwischen drin. Ist eigentlich ganz gut. Und jetzt kleben wir das bündig mit der Kante einmal an. So, dass es schön gerade ist. Da würde ich euch auch empfehlen, doppelseitiges Klebeband zu nehmen, weil so Pop-up-Mechanismen ist immer gut, wenn die ganzen Seiten ineinander natürlich dann auch halten. Und das geht eigentlich am besten mit dem doppelseitigen Klebeband, wenn ihr da Gutes verwendet. Ne? Gibt da was von 3M oder ihr nehmt das von Kreativ Bunt. Das ist auch mega hammergeil, weil es halt einfach komplett schnell anzieht. Das ist natürlich auch in gewisser Weise ein Nachteil. Ne? Also wenn es klebt, dann klebt es. Geht es auch nicht mehr ab, tatsächlich. So, dann sind die beiden kleben jetzt schon mal. Jetzt habe ich mir natürlich einfach aus Erfahrung zum letzten Pop-Up-Mechanismus noch so zwei Klappen zurechtgeschnitten, die ich hier jetzt einmal aufbringen werde, damit die Pop-Up-Mechanismen auch zuhalten, also dass die nicht aufgehen am Ende. Man könnte das auch hier und hier aufbringen. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Na, vielleicht mache ich diesmal oben und unten. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, wir machen es diesmal oben und unten. Die schrägen wir uns natürlich auch ab. Da habe ich einfach Restpapiere genommen in 4 cm Breite. Eine Länge, wie ihr wollt. Also da habe ich kein festes Maß. In dem Fall sind es bei mir jetzt 7 cm. Ihr könnt das aber auch länger, kürzer, wie auch immer ihr das machen möchtet, machen. 1 cm Klebelasche natürlich an der längeren Seite gefalzt. Und die schrägen wir einmal ab bei beiden. Wir mal, ob das sinnig ist. Ich glaube trotzdem, dass es sinnig ist, eher das Ganze so festzukleben. Ich gucke mal, dass ich es ein bisschen abwandle, dass ich es nicht mittig festsetze, auch wenn es dann aussieht wie eine Gürtellasche. Aber ich glaube, wenn ich das mal vielleicht unterhalb festsetze, hat man einfach mal so ein bisschen einen anderen Stil drin, dass es ein bisschen anders da aussieht. Hier ist dann wichtig, wenn ihr die festklebt, hier vor der Falzkante festkleben. Denn wenn ihr es auf die Falzkante klebt, dann könnt ihr eure Klebelasche später nicht mehr richtig in diese Richtung schließen. Und das wäre schlecht. Ich drehe mir das mal kurz zu mir, schlage das auch auf. Guck mal, vor der Falzkante. Ich stelle jetzt natürlich die Frage, wofür ist das? Habe ich nicht erklärt. Hier kommen Magneten hin, damit die Seite zugehalten wird. Das Ganze machen wir auch mit dem
oberen, da klebe ich es ein bisschen weiter oberhalb hin. Auch wieder vor die Falzkante, ganz wichtig. Und einmal andrücken. Magneten setze ich dann später, wenn ich das Ganze auch mit Motivpapier beziehe. Jetzt kommen wir wieder zu der Innenseite. Hier kommt jetzt Motivpapier einmal drauf. Das ist wichtig. Da könnt ihr entweder dieses hier nehmen oder man nimmt ein bisschen schlichteres. Ich fand das jetzt hier ganz schön, damit wirklich auch mal ein bisschen Motiv im Album ist. Ich habe jetzt die ganze Zeit eher schlichtere Papiere verwendet. Für die Basisseiten habe ich mich immer entschieden, das Ganze 3 mm kleiner zu machen, damit halt einfach nicht so viel weißer Rand zu sehen ist, die Klebelaschen gut versteckt sind. Ich nehme dafür jetzt einmal auch doppelseitiges Klebeband. Finde ich bei der Größe wahrscheinlich ein bisschen angenehm. Ich habe die letzte große Seite mit Flüssigkleber festgeklebt. Das war doch schon sehr, sehr viel Klebe, der darauf musste. Und bei einem doppelseitigen Klebeband vielleicht nur für die Mitte ein bisschen Flüssigkleber und das war's. Zum Aufkleben mache ich das immer folgendermaßen, dass ich an den Ecken, also an allen vier Klebebändern, immer so ein Stückchen abziehe, das nach außen knicke, damit ich das noch schön ausrichten kann und es nicht einfach direkt festklebt. Und hier in die Mitte geben wir jetzt ein bisschen Flüssigkleber. Das ist jetzt auch nicht schlimm, weil das wird sich auch nicht durchdrücken, weil der Rohling, also der Rohling der Seite ja immer relativ starkes Papier ist bei mir. Jetzt habe ich meistens so 300 Gramm Papier. So, das ist schon mal nicht schlecht. Das gefällt mir. Und wenn mir eine Ecke gefällt, dann drücke ich die einfach so an, da wo ich das Klebeband abgezogen habe. Und wenn ich alle vier Ecken fest habe und damit zufrieden bin, drücke ich das Ganze erstmal hier mittig ein bisschen an, damit sich der Kleber mit dem Cardstock verbindet. Und dann ziehe ich einfach die Folien unter dem Motivpapier raus. Und so seid ihr euch einfach sicher, dass ihr das Ganze nicht schepp aufklebt, sondern immer sehr schön gerade, immer überall den gleichen Abstand habt. Das könnt ihr damit einfach sehr gut kontrollieren. So. Okay, jetzt kommt unser 3D-Mechanismus. Da braucht ihr insgesamt 6 Stücke in den Maßen 5 x 8 cm und ihr falzt jeweils an der 5 cm Seite bei 1, 2,5 und 4 cm. Falzt alle Linien sehr gut nach und gibt an die äußersten Laschen jeweils doppelseitiges Klebeband auf. Die werden auch nicht abgeschrägt, sondern die werden so gelassen. Dann faltet ihr das einmal in der Mitte. Genau, faltet ihr das einmal in der Mitte und zieht das obere Klebeband an der äußersten Lasche einmal ab. Richtet es euch so aus, wie ihr das haben möchtet. Hier ist jetzt wichtig, es soll natürlich vor der Falz liegen, nicht auf der Falz. Lasst da ruhig ein bisschen Platz, weil der Mechanismus bzw. der Cardstock braucht ja auch ein bisschen Platz. Wenn ihr das dann abgezogen habt, das Klebeband, dann klappt ihr eure Klappe einmal zu. Drückt das so an, sodass sich das Klebeband mit dieser Seite gut verbindet. Lasst das genauso wieder liegen, zieht hier jetzt das Klebeband einmal ab. Ich jetzt mal so frei. Genau. Haltet das fest und schlagt eure Seite zu. So ist es schön, schön so bleibt. Wenn ihr das dann aufflackt, habt ihr jetzt wieder so ein Dreieck. Dann für dieses Dreieck benötigt ihr dann genau dasselbe Teil nochmal. Hier ist jetzt nur ein Unterschied. Ihr macht rechts und links Klebeband
und auf der rechten zweiten Seite Klebeband. Ihr zieht das Klebeband an der rechten Seite ab, klappt das so nach hinten und orientiert euch jetzt an dieser Dreieckskante oben und legt das dann einmal so an die Kante, so dass sie gut anliegt. Genau. Drückt das fest. Dann faltet ihr das wieder zur Hälfte, zieht hier auf der linken Seite das Klebeband einmal ab. Haltet es auch fest zusammen, so dass es zur Hälfte geknickt ist. So lange, bis ihr es nicht mehr halten könnt, und schlagt dann eure Seite zu. So verbindet sich das. Jetzt braucht ihr ein Stück, wo ihr einmal rechts und links Klebeband habt und andersrum an der linken Seite, also zwei Seiten hier mit Klebeband, eine Seite hier mit Klebeband bezogen, zieht jetzt hier an der ganz links außen das Klebeband einmal ab, schlagt das nach hinten um, haltet es wieder hier an die Dreieckskante dran, drückt es fest, schlagt das Ganze zur Hälfte um, zieht wieder euer Klebeband ab und faltet wieder die Seite zu. Und dann ist euer Mechanismus im Grunde schon fertig und ihr könnt Fotomatten aufbringen. Fotomatten habe ich mich entschieden in den Größen 11 x 16 cm. Man könnte hier jetzt unterhalb noch so ein bisschen was aufbringen, dass die Fotomatte wirklich oben bleibt. Finde ich jetzt aber gar nicht mal so schlecht, wenn das so in so einem Bogen aufpoppt. Also ich mag das sehr gerne. Deswegen klebe ich mir jetzt hier einfach die Fotomatte an. Fotomatte habe ich auch noch mal gemattet auf Goldpapier. Wir hatten an der Hochzeit immer so ein bisschen das Goldthema drin. Deswegen wollte ich, dass das auch im Album immer mal wieder vorkommt. Und gerade bei den Pop-up-Mechanismen bietet sich das ja an. Dann kleben wir das einmal hier fest. Dann das zweite auch. So. Nochmal hier ein bisschen Flüssigkleber, weil mein doppelseitiges Klebeband nicht so breit ist. Dass es auch einfach alles gut hält. Und hier lege ich jetzt einfach die zweite Matte ebenfalls an. Aber guck jetzt ganz einfach, dass ich mich an der ersten so ein bisschen orientiere, dass die auf derselben Höhe liegen. Und drück das an. Und dann sollte der Pop-up-Mechanismus problemlos schließen. Tada! Es aufmachen, poppt das Ganze mit auf. Sehr cool. Also ich bin immer noch begeistert von diesem Mechanismus. Und das Ganze machen wir jetzt auch noch auf der unteren Seite. Okay, meine Lieben, der Pop-up-Mechanismus ist soweit fertig. Ich finde das einfach so, so super cooler Effekt. Und wie gesagt, hier kommen dann einfach Magnete dran, dass die Seite zugehalten wird. Genauso wie hier. Also in dem Album wird wahrscheinlich der ein oder andere Magnet auf jeden Fall verbaut sein. Und ja, das war die Seite Nummer 3. Und ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn irgendwas unklar ist oder ihr Fragen habt, gerne, gerne, gerne in die Kommentare schreiben. Ich antworte dann natürlich drauf, sofern ich das in einem Kommentar erklären kann. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne im nächsten Tutorial für die Seite Nummer 4. Ich freue mich. Tschüss!